So, Stermann, aber wir sind ja hier dem schnellen Witz und dem schlechten Gag verpflichtet und deswegen würde ich jetzt vorschlagen, nur wenn du es erlaubst, dass wir einen kleinen Telefonwitz machen. Der erste hat nicht geklappt. Nee, ich wollte nur ganz kurz noch sagen, es hat mir wirklich ganz gut gefallen mit dem Streichen eben. Schon, ne? Das war so, das war auch, das haben wir noch nie gemacht. Dass man sich dort streichelt. Ja, dort haben wir uns schon öfter gestreichelt. Ja, aber ich meine ja so. Also jetzt da, wo es überhaupt völlig unspektakulär eigentlich ist, ne? Tja. Und das ist oft dann die Stellen sind, die eigentlich noch viel angenehmer sind. Mhm. Ich fand das zum Beispiel sehr schön, diese Achterbewegung, die du gemacht hast, hinten so bei meinem Steißbein. Mhm. Das war so, da wird man so ruhig und zufrieden. Sehr schön, danke dir. Gerne, aber das kann ich habe gefunden, dass der Tag so irritierend begonnen hatte, als wir in diesem Hotel saßen, 10 Stunden lang und nichts mehr sprachen. Und ich immer nur 10 Stunden lang auf dieses Zuckerpäckchen geschaut habe, wo hinten diese Astrologie-Zuckerpäckchen. Wassermann. Positive Eigenschaften, Neigung zu Okkultismus. Genau, und da habe ich 10 Stunden drauf geschaut. Positive Eigenschaften, Neigung zum Okkultismus. Wo ich dann eingewendet habe, weil du gesagt hast, das ist doch keine positive Eigenschaft, habe ich, ich bin sofort gesagt, ist Okkultismus immer was Negatives? Ja, und da wusste ich dann gar nichts mehr zu sagen. Weil was ist Okkultismus eigentlich genau? Ich glaube, das ist eigentlich Katzenessen. Ja, aber sind das nicht nur die Spitzen des okkultistischen Wahnsinns? Ist Okkultismus, Max, du kannst uns da sicher helfen. Was ist Okkultismus? Okkultismus, irgendwas, was Unglaubliches, irgendwas... Genau, ich darf das Mikro wieder wegnehmen. In dem Sinn also nichts Negatives. Ja, das stimmt. So gesehen ist es was Positives. Ja. Also unglaublich viele Katzen aufessen. Das ist Okkultismus. Ja, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, ich... Ich dachte nur, weil du weißt ja, dass unsere Sendung auch schwer und ein irrsinniger Hörereinbruch leidet und auch Blumenau gähnt sich. Das ist Max Meyer, also, der gähnt. Dass wir versuchen, sollten jetzt eine Art Höhepunkt zu schaffen in der Sendung. Ja. Und zwar will ich versuchen, was ich ja im Laufe meiner Imitationsübungen noch nie gemacht habe, nämlich eine alte Frau nachzumachen, eine Oma. Ist dir das recht? Ja, mir ist das recht. Und wenn du so gnädig wärst, in dem folgenden Telefonsketch vielleicht meinen Enkel zu spielen, und in einer Kuranstalt anzurufen. Mhm. Und du willst mich, ich bin schwere Raucherin und auch ein bisschen nicht mehr ganz da, sozusagen. Ja. Und du willst mich an eine Kuranstalt vermitteln. Ja, ja, ja. Ich habe diesen Telefonsketch genannt Die Huste-Oma. Heißt du wieder Hede, ne? Hede Wurst. Ja. Oder ist die Huste-Oma eine andere? Ja, vielleicht eine andere. Wilma. Hier ist Weber, Kurtel Bahnwinkel. Ja, guten Tag, Frau Bayerwinkel. Ja, mein Name ist Horst Wurst. Ich rufe an wegen meiner Mutter, die gerne eine Kur machen würde. Sehr schön, ja. Da ist sie, glaube ich, bei Ihnen hervorragend aufgehoben. Haben Sie recht. Haben Sie es empfohlen bekommen? Ich habe es empfohlen bekommen von einem Kollegen, dessen Mutter auch dorthin gegangen ist. Jetzt wollte ich mich nur noch mal erkundigen, bei meiner Mutter ist es vor allem sind es die Atemwege. Mhm. Aber es wird ja auf jeden Fall wohl bei Ihnen da auch richtig dafür sein. Ganz bestimmt. Kneipp ist da wirklich sehr, sehr gut, ja. Und in welcher Zeit hätten Sie da gedacht? Ja, ich hätte gedacht, also eigentlich würde es theoretisch immer gehen. Sie hat ja nichts zu tun. Ja. Sie plant halt 3 Wochen zu bleiben. Ja. Und ich weiß nicht, am besten ist es natürlich, Sie machen das direkt mit meiner Mutter aus. Das wäre am allerbesten. Das wäre am allerbesten. Sollen wir Sie anrufen oder soll ich hier umfahren? Nein, meine Mutter wohnt ja bei mir. Ah, sie wohnt bei Ihnen. Ja. Dann spreche ich doch mit Moment ihr am mal. Besten. Ja, ja, ich hole sie mal, ja. Ja, das ist lieb. So, Mutter, das ist jetzt die junge Frau von der Kuranstalt am Telefon. Wer? Von der Kuranstalt, was ich dir erzählt habe. Hallo? Ja? Hier ist die Frau Weber vom Kurhotel Bayernwinkel. Ich habe gehört, Sie möchten zu uns kommen. Ja. Wann haben Sie denn da gedacht? Am besten sofort. Sofort? 3 Wochen? Sie hören es doch selber. Ja. Ich meine alle bringen. Kann man Sie hier bringen? Was? Bitte? Kann man Sie bringen? Bringt Sie jemand hierher? Nein, ich muss selbst zu Fuß gehen. Nein, fahren. Ich meine. Zu Ihrem Fahren, sicher fahren. Entschuldigung. Was meinen Sie? Ich fahre selbst zu Fuß. Ich fahre selbst. Sie fahren selber. Ja. Und wann würden Sie sie bringen? Es geht, wenn Sie sagen, so schnell wie möglich. An uns soll es nicht liegen. An mir auch nicht, mein Lieber. Ja. Dann packen Sie auch die Sachen ein und kommen einfach. Ja. Hat sie denn einen Dauerhusten?
Was für Hosen? Hat sie einen Dauerhusten? Sie hat, wie Sie hören, einen Dauerhusten. Aber wir könnten in der ersten Person miteinander reden. Ich höre das, weil ich kann ja kaum sprechen. Ja. Wie könnten Sie mir helfen? Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich meine, hat der Arzt blaues Licht gegeben, dass Sie kurfähig sind? Bitte? Sie muss kurfähig sein, weil Krankenhaus sind wir nicht. Sondern? Ich sag, Ihre Mutter müsste kurfähig sein. Also ein richtiges Krankenhaus sind wir ja in dem Sinne nicht. Ach so. Verstehe. Ja, also Krankenhaus nicht. Wo wohnen Sie denn? Ich wohne in Berlin. Aha, und dann die Fahrt. Sie müssten erst mit Ihrem Arzt sprechen, ob sie auch kurfähig ist. Hm. Weil das wäre eine ganz wichtige Sache. Weil wissen Sie, Krankenhaus und Kurheim, das sind zweierlei. Hm. Wir haben keine Nachtbetreuung, das haben wir nicht. Ja. Ich weiß ja nicht, wie schlimm Ihr Husten ist, ob Sie nachts allein sein können. Ja, ich kann schon nachts allein sein. Ich muss nachts allein sein, aufgrund des schweren Hustens. Hm. Weil es ist ja irgendwo eine Verantwortung. Es ist ja niemand bei Ihnen. Verantwortung, so ein Husten. Bitte? Es kann niemand bei Ihnen sein. Nein, niemand ist bei mir, wenn ich huste. Ja. Hören Sie. Wie alt sind Sie denn? Ich bin schon 36 Jahre alt. Wie viel? 36? Ja. Und mir kommt vor, ich werde immer älter. Wie war das? Der Husten macht mich älter, als ich wirklich bin. Ja, ja. Geben Sie mir mal Ihren Sohn nochmal ans Telefon. Ja, Moment, okay? Bitte. Ja. Hans-Jürgen. Herr Wust, es ist die zweite Frage. Ist Ihre Mutter kurfähig, weil wir sind kein Krankenhaus? Ja, ja, klar. Na, sie hat blaues Licht vom Arzt. Hat sie blaues Licht? Mhm. Mhm. Also an mir soll es nicht liegen. Ich meine, das müssten Sie jetzt selber wissen. Ja, Es ist halt, wenn sie Tag und Nacht hustet, ist niemand bei ihr. Moment mal. Mutter, geh doch weg, bitte, wenn du so hustest, ja? Ja? Wenn niemand bei ihr ist, ist es eine Verantwortung zu sagen... Ja, die will ich eben, also ich trage die Verantwortung ja laufend, möchte halt auch mal ein bisschen entlastet werden. Was meinen Sie? Ich möchte halt auch mal entlastet werden. Das kann ich mir vorstellen. Darum bin ich gerne bereit, die Verantwortung einfach mal irgendjemandem weiterzugeben. Ja, es ist nur die Frage, wissen Sie, in einem Kurheim, sie kann nicht essen, sie ist dann im Speisesaal... Hallo, ich höre wieder mit. Da kriegt sie dann Probleme... Da gibt es so viele Dinge, die darf einfach schwierig rauchen? Sind. Darf man bei Ihnen rauchen in der Kurheilanstalt? Nein, darf man nicht. Gar keine? Nein, es ist ein rauchfreies Haus. Aber ich bin schwere Raucherin. Wie? Ich bin doch eine schwere Raucherin. Eine schwere Raucherin? Ja. Nein, dann können Sie überhaupt nicht zu uns kommen. Doch, ich möchte aber trotzdem kommen. Sie müssen mich doch heilen. Ja, aber wir können keine Raucher im Haus haben. Wir haben angeschrieben, rauchfrei. Und das verpflichtet mich den anderen Gästen gegenüber. Was? Ich habe nicht zugehört. Wenn Sie rauchen, dann können Sie nicht. So. Jetzt geht es mir wieder ein wenig besser. Ja, also wenn Sie rauchen, können wir... Ich habe blaues Licht von sämtlichen Ärzten der Welt. Was meinen Sie? Ich habe blaues Licht von sämtlichen Ärzten der Welt. Aber Sie sind Raucherin, oder? Hören Sie? Ja. Ja, also dann können wir Sie nicht nehmen. Also da muss ich sofort absagen. Es hat keinen... Okay, Sie haben mich überredet, ich werde nicht rauchen. Ich werde in Ihrer Bude nicht rauchen. Jetzt sind Sie gezwungen, mich aufzunehmen, was? Ich rauche nur im Freien. Ich hänge mich aus dem Fenster und rauche dann. Ja, aber das können wir nicht verantworten. Jetzt kommt der Nächste und sagt, ach, da raucht den ganzen Tag jemand. Dann kommen alle und rauchen die ganze Scheißbude frei. Nein, also da muss ich Ihnen leider absagen. Es tut
tut mir leid, Sie müssen dann schauen einmal in ein Raucherhaus, wo Sie da. Wo ist das nächste Raucherhaus? Es gibt hier viele Kurheime. Wo ist das nächste Raucherhaus? Wie bitte? Wo das nächste? Ich kann hier nichts verstehen. Wo ist das nächste Raucherhaus? Also Herr Wust, es ist nicht möglich. Wenn Sie raucht, können wir Sie nicht nehmen. Ja, dann stelle ich wieder das Zelt im Garten auf. Danke, wiederhören. Ja, wiederhören. Ach so. Moment.